Geduld und Disziplin. Der erfolgreiche Trader ist im Prinzip in der Lage, nachdem er seinen Tradingplan definiert hat, geduldig auf gute Tradingchancen zu warten, die im Prinzip seinem Tradingplan entsprechen. Er wartet auf Chancen mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis, wo in der Regel die Chance deutlich höher ist als das Risiko, was er eingeht. Und er ist auch in der Lage, beziehungsweise er hat Techniken entwickelt, lange in seiner Position zu bleiben. Er ist sehr geduldig, was profitable Positionen anbelangt. Wohingegen der erfolglose Trader immer das Gefühl hat, er muss agieren. Er ist quasi immer investiert. Er hat sozusagen immer ein Trade offen. Die kleinste Trading-Möglichkeit wird ergriffen. Es herrscht ein Aktionismus, der im Prinzip für das erfolgreiche Trading nach meinen Augen, nach meiner Erfahrung, fehl am Platz ist. Hier ist Geduld gefragt, auf gute Chancen zu warten. Die attraktiven Setups, die gibt es halt nicht wie Sand am Meer, aber wenn sie dann da sind, dann sind sie in der Regel auch profitabel bzw. bieten gute Chancen. Der erfolglose Trader hingegen ist sehr geduldig nur im Aussetzen mit den Verlustpositionen, wie wir vorhin schon auf diesem Bild gesehen haben. Geduld haben diese Trader nur mit ihren Verlustpositionen. Die Gewinne werden relativ schnell mitgenommen. Fühlt sich immer gut an, wenn man einen Gewinn eingeloggt hat. Natürlich, es ist oft sehr schwer, einen schönen Gewinn noch größer laufen zu lassen, weil man immer natürlich gewillt ist, auch was zu verdienen, einen Gewinn mitzunehmen. Halten Sie sich das immer vor Augen, wenn Sie das machen, immer Ihre Gewinne begrenzen und Ihre Verluste laufen lassen, werden Sie früher oder später nicht mehr Trader sein. Jetzt fahren wir. Ja. Kommen wir zum Punkt Disziplin. Ein erfolgreicher Trader hat gelernt, wie gesagt, kein erfolgreicher Trader ist vom Himmel gefallen, es ist alles ein Lernprozess, hat gelernt, diszipliniert zu sein. Er hat ein erfolgreiches professionelles Risk- und Money-Management. Das heißt, er riskiert immer nur einen geringen Prozentbetrag pro Trade und hält sich auch an seine Stop-Loss-Orders, die er im Vorfeld definiert hat. Er ist auch in der Lage, diese Stops dann zu respektieren, wenn sie dann ausgeführt werden. Er gehört also nicht zu der Gruppe von Tradern, die, wenn der Stop fast erreicht wird, den Stop anpassen, nach unten zum Beispiel, wenn sie long sind oder nach oben, wenn sie short sind, weil sie einfach nicht möchten, Verluste nicht akzeptieren können. Das ist ein großer Fehler. Wenn Sie einmal einen Stop definiert haben, lassen Sie den Stop da liegen und akzeptieren Sie den Verlust, wenn Sie ausgestoppt werden. Ein erfolgloser Trader hingegen hat seine Trading-Regeln, aber die existieren in der Regel nur auf dem Papier. Die Stops werden nicht geachtet, zum Teil werden viel zu große Positionen eingegangen im Vergleich zur Kontogröße. Dementsprechend kann auch nicht die Position ruhig gemanagt werden, wenn Sie eine viel zu große Position haben. Sind Ihre Emotionen so groß, dass Sie eigentlich gar keine Chance haben, langfristig Erfolg zu haben? Also riskieren Sie immer nur einen geringen Prozentsatz, der Ihnen quasi im Verhältnis zur Kontogröße nichts ausmacht. Jetzt habe ich hier dieses Bild. Dieses Bild hatte ich jahrelang an meinem Monitor kleben und es sollte mich im Prinzip davor bewahren, gegen den Trend zu handeln. Jetzt werden einige denken, okay, was ist das? Das ist ein Baumwollpflücker, im Englischen Cotton Picker. Und der sollte mich im Prinzip da wirklich daran erinnern, nicht immer gegen den Trend zu handeln, was ich früher sehr gerne gemacht habe. Warum? Es gibt an der Wall Street seit über 100 Jahren dieses Sprichwort, mein Lieblingssprichwort im Bereich Börse, das da heißt, Top and Bottom Pickers eventually become Cotton Pickers im Deutschen. Das bedeutet das nichts anderes, dass diejenigen, die permanent versuchen, Tops und Bottoms, also Lows zu kaufen, früher oder später auf der Baumwollplantage enden. Dazu wollte ich nicht gehören und habe mich daher entschlossen, einen Trendfolgeansatz zu präferieren. Der ist speziell für Anfänger sehr empfehlenswert, nicht gegen den Trend zu handeln. Sie sehen hier den Kiwi-Dollar im vergangenen Jahr. Seit April bis September bewegte sich der neuseeländische Dollar gegen den US-Dollar quasi in einem intakten Abwärtstrend. Probieren wir es nochmal mit der Maus. Ja, also es ging quasi von April bis September quasi nur in eine Richtung. Es gab diese Phasen, wo es technische Gegenbewegungen gab. Sie sehen hier, hier,
hier und hier gab es immer kurze Gegenbewegungen. Diese zu handeln und hier auf der Long-Seite Geld rauszuholen, erfordert natürlich extrem gutes Timing. Sie haben also nicht viel Zeit, hier auf der Long-Seite Geld zu verdienen, dann ging der Abwärtstrend schon weiter. Wenn Sie hingegen nur in Richtung des vorherrschenden Trends gehandelt haben, sprich auf der Short-Seite, waren natürlich Ihre Chancen wesentlich größer, in dieser Zeit Geld zu verdienen. Das heißt, Sie identifizieren den vorherrschenden Trend und handeln nur in Richtung des Trends. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Trends zu identifizieren. Mein Kollege Christian Kämmerer, der präferiert die Rainbow-Strategie. Es gibt den Supertrend, es gibt Moving Averages. Wichtig ist, dass Sie in der Lage als Trader sind, den vorherrschenden Trend zu identifizieren und in Richtung des vorherrschenden Trends zu handeln. Gerade im Forex-Bereich können diese Trends sehr lange dauern. Sie sehen hier das britische Pfund gegen den US-Dollar im Wochenchart vom letzten Jahr. Sie sehen also, dass der Aufwärtstrend über mehrere Monate angehalten hat und der Abwärtstrend auch über mehrere Wochen und Monate. Ja. Das heißt, diese Trendphasen können sehr lange dauern. Gerade im Devisenbereich gibt es wirklich lange Trendphasen. Wenn Sie da permanent gegen den Trend handeln, werden Sie früher oder später, ich sag mal salopp, auf der Baumwollplantage enden. Hier sei aber auch angemerkt, dass es natürlich auch Countertrend-Strategien gibt, die erfolgreich sind kurzfristig. Sie erfordern aber sehr viel Disziplin und sehr hohe Ansprüche an das Timing, sind also daher für Anfänger jetzt nicht unbedingt empfehlenswert. Zum Trendfolgeansatz nochmal kurz zusammenfassend. Der erfolglose Trader versucht also permanent das Hoch bzw. das Tief zu erwischen und handelt somit zwangsläufig natürlich naturgemäß gegen den vorherrschenden Trend. Der erfolgreiche Trader hingegen, der versucht, den übergeordneten Trend zu identifizieren und in Trendrichtung zu positionieren, um sich ein Stückchen von dem Kuchen rauszuschneiden. Das heißt, wenn Sie hier den britischen Pfund, den Aufwärtstrend identifiziert haben, ist es durchaus möglich, hier was auf der Long-Seite zu verdienen, ohne dass Sie jetzt jahrelang gehandelt haben müssen. Genauso hier, wenn Sie merken, es gibt einen Abwärtstrend, entscheiden Sie sich für die Short-Seite. Beim neuseeländischen Dollar hat man sehr schön gesehen, dass diese gegen den Trendphasen wirklich sehr, sehr überschaubar auch von der Zeit sind. Die erfordern natürlich dann auch Ausstiegsstrategien, die für Anfänger vielleicht jetzt nicht unbedingt empfehlenswert sind, weil die müssen dann auch natürlich in dem Falle ihre Gewinne nicht laufen lassen, sondern schnell raus, wenn sie gegen den Trend handeln. Ja? Weil irgendwann wird der Trend weitergehen, in der Regel.